Leben und Sterben wie bei Dark Souls, Kämpfen und Fluchen wie bei Ninja Gaiden, Beute sammeln wie bei Diablo und ein Held, der dem Witcher ziemlich ähnlich sieht. Koei Tecmo verwandelte die Geschichte des bekannten Romans Shogun sehr frei in das bunt zusammengewürfelte und beinharte Fantasy-Gemetzel Nioh. Seit der ersten Ankündigung sind schlappe 12 Jahre vergangen. Wie in der Literaturvorlage wird Seebär William Adams an die japanische Küste gespült, um sich zunächst mit den Kampfkünsten der Samurai vertraut zu machen und schließlich Missionen für Shogun Tokugawa zu erledigen. Hier enden die Parallelen aber auch schon. Fortan kämpft sich der blonde Nioh-Held nicht nur durch Horden von einheimischen Banditen, sondern zieht in erster Linie gegen Untote und Dämonen in die Schlacht. Und jeder Gegner wird zur knallharten Herausforderung. Segnet William das Zeitliche, hinterlässt er all seine gesammelten Habseligkeiten am Ort des Ablebens. Mit dabei die von getöteten Feinden gewonnene Amrita-Energie, harte Spielwährung, die gegen neue Charakterstufen und verbesserte Fähigkeiten getauscht wird. Will man die mühsam erkämpfte Beute zurückerobern, muss man sich beeilen, sonst verflüchtigt sich alles. Besser also, der Spieler macht sich so schnell wie möglich mit dem komplexen Kampfsystem vertraut. Es gilt, 3 verschiedene Grundhaltungen, diverse Ausweichmanöver, den Gebrauch von Fernkampfwaffen sowie den Umgang mit lebendigen Waffen zu verinnerlichen, Spezialattacken, bei denen die herkömmliche Klinge mit einem mächtigen Geisteswesen gekoppelt wird. Wer all das mühsam in vielen Stunden perfektioniert, überlebt vielleicht lange genug. Wobei man einräumen muss, Nioh ist verzeihlicher als das große Vorbild Dark Souls. Leider bleibt die Dämonenjagd inszenatorisch hinter dem großen Vorbild zurück. Die PS3-Herkunft sieht man Nioh deutlich an, sogar die PS4-Pro-Fassung mit einem Extra-Modus für verbesserte Grafik leidet unter groben Texturen und detailarmen Schlauchleveln. Obendrein erweist sich die Kamera gerade in engen Räumen als extrem behäbig und widerspenstig. Hier verschaffen hoffentlich baldige Updates Abhilfe. Ausgehungerte Fans von Dark Souls und Bloodborne freuen sich über die Herausforderung. Wer allerdings frustriert das Gamepad in die Ecke pfeffert, weil 1 oder 2 Streiche eines Bossgegners reichen, um ein Game Over zu provozieren, sucht lieber das Weite.